Also ich merke gerade, durch iRacing wird mal ein bisschen abgebrüder, wenn ich da so an meine Anfangszeit oder noch an ein paar paar Jahren denke, diese Nervosität vor dem Rennstart, das hat sich eigentlich inzwischen ganz gut gegeben. Man nimmt es lockerer. Get ready, going green. The pace car is in. Green, green, green. So, auf der linken Seite hat er einen Start richtig gut erwischt. Ja, Nummer 14. Car on your left. Still there. Hold your line. Stay on the right. Clear. You got a slow car on the right. Go there. You got a slow car on the right. Left side. Too wide. Go right. Boah, leck mich am Arsch. Keine Ahnung, wie ich da gerade durchgekommen bin. Left side. Still there. Das ist übrigens Jonas. Still there. Hallo Jonas. Clear. What the fuck? Who drive over me? Are you fly? Great start from Blackboard. Classic. Er spackt ja gerade ein bisschen meine Framerate rum, weil ich noch mit maximalen Grafikeinstellungen fahre, weil ich vor uns gerade noch Screenshots gemacht habe. Jonas ist scheinbar von weiter hinten gestartet. Das gibt mir ein bisschen Mut, dass er vielleicht nicht ganz so schnell ist. So, schon wieder der nächste fliegen gegangen. Jonas lässt sich ja definitiv nicht abschütteln.
Gegenteil, der bringt noch einen ganzen Zug mit. Da ist mal wieder einer fliegen gegangen. Aber Jonas macht jetzt echt Druck hier hinten. Ich schwitze schon wieder. Thank you.
Bulgarien. Da legt eine ganz schöne Pace vor, ne? Wahnsinn. Ja, ich hab's halt in Augen, ja? Fucking dickhead. You are the best, I should say. Ich glaube von hinten, der kommt auch noch. Es wird ja einen kleinen Dreikampf geben. Ganz kleine Stücke kommen wir uns an den Vordermann ranarbeiten. Klasse, jetzt können wir auch noch direkt über Rundungen, direkt vor den Schikanen. Der von hinten, der hat gerade in einer Runde eine Sekunde aufgeholt. Also den werden wir wahrscheinlich alle beide gleich ziehen lassen. Ist allerdings auch Start Nummer 3. Wir waren mit Sicherheit in irgendeinem Dreher oder Vorfall in der Anfangsphase mit verwickelt. Jetzt ist er auch schon dran. Alter! Komm, zieh in den rein, ich lass dich vorbei. Right side. Still there. Hold your line. Clear on the right. Go there.
Ich würde ja gerne mal mit profitieren, wenn der Ford GT hier an Jonas vorbeigeht. Hier vor dem Essen steche ich definitiv nicht rein. Jonas, das war aber knapp. Du Schalk, was den Tank nochmal voll machen. Thank you.
side. Clear. So, der Phil ist auch inzwischen in Greifweite. Oder in Griffweite. Hallo. Musst du auch oben mal zugreifen, wenn du schon so nah dran bist. Das ist Wald... vorne so einfach. An Waldmeier bist du wohl nicht auch schon mal vorbei, oder was? Ah! Fuck! Hör auf mich zu belappen, du Wind! Die Säft dort. Läuft aber auch der Säft. Ja, eine Schnappatmung hast du auch schon wieder. Hallo, seitdem du da bist, läuft scheiße bei mir. Das habe ich auch schon mal gesagt. Immer wenn ich mit dir im Grid irgendwo fahre, passiert nur scheiße. Und ich komme nie an. Das liegt hauptsächlich an dir. Nicht mit sechster Platz. Bleib mal halt achter. Lass uns von den Trotteln von hinten noch einholen. Klasse! Ich sehe aber auch langsam durch die Scheibe nicht mehr. Patrick, ja, nächstes Loch. Von hinten. Ich hoffe mal, ich habe mich nicht verrechnet. Bisher gehe ich auf Sicherheit, weil ich habe so viele schon gesehen, die hier ihr Rennen weggeschmissen haben, nur weil sie hier mit so wenig Sprit liegen geblieben sind. Ein Meter, 26. Ist der Ruf gerade vor mir, wird er raus. Der da
Ich habe einige Positionen verloren. Da hat ein bisschen weniger gedacht, ne? Stefan, Hetze. Ich glaube, der Ford schluckt so viel. Schluckt. Beim Dolzer sieht es aber auch nicht so dolle aus. Bei wem? Beim Lukas Dolzer. Hast du den Start gesehen? Nein. Hast du was verpasst? Das gucken wir uns nachher nochmal an. Start Nummer 2 hinter mir, was ist denn da schief gelaufen? Der erste Kurve ist das ja bitte, ne? Oh ja, das ging 25 Minuten gut. Ja, warte, ich schieb dich raus, Stefan. Car ahead, car stopped on the right.
Ja. Stimmt halt. Soll ich sie wie in Watkins Glen machen, in der letzten Kurve wird er wegschmeißen? Natürlich. Also sonst wärst du nicht Stefan. Das Rennen könnte mal ruhig noch 20 Minuten länger gehen. Warum? Willst du noch länger in den Mega fahren oder was? Hier von der Nummer 2 absetzen können, das war noch nicht besser. Man muss bestimmt Sprit sparen. Ich hab mich verrechnet, das fällt mir gerade auf. Warum? Hast du noch zu wenig getankt oder was? Oder vier Runden noch. Vierer wahrscheinlich. Ich hab noch für Zähne Sprit. Da liegst du ja noch knapp daneben, ne? Ich müsste mich hier mit denen gar nicht rumstreiten, wenn ich nicht so viel getankt hätte. Lenne, wie schnell ich wieder rangekommen bin, zeigt, wie viel ich theoretisch schneller wäre. Du hättest bestimmt auch gewinnen können. Ich hätte auch gewinnen können.
kiezmäßig in die Karre fahren. Das wäre was. Schieb ihn raus! Funktioniert nicht. Das ist ein Schwein. Zwei Runden noch, schätze ich mal. Seine Drecksau! Eine verfluchte, eine elende. The leader is pitting now. Stefan, der hat sich auch verrechnet. Der verliert aber bestimmt mehr Zeit als ich. Ist bestimmt auch hardcore am Sprit sparen. Ah, da ist der führende gerade wieder rausgekommen und jetzt gibt's gleich richtig auf der Fresse, das kannst du auch wissen. Jeder sieht die weiße Fahne oben. Das ist auf euch mehr verlierte Nerven. Und wenn ich bin. Ja, der ist ja schon immer mit da, ne? Da kenne ich jetzt aber nicht dafür. Warte, ich was weiß ich. Aber da wäre ich schon wieder 11 Inzidenz. Oha. Da kann ich auch noch nicht. Na, alleine die Tatsache, dass ich die Kurve gekriegt habe. Wieder vor mich gezogen ist, aber ich guck's mal gleich nochmal im Replay an. Also ich habe mich um 17 Liter verrechnet. Das habe ich gedankt. 42.
macht 25 Liter, die ich hätte tanken müssen. Stefan Walter schreibt auf Ansage. Ja, ich hab doch gesagt, irgendwer verliert. Ei! Schöner erster Stint, Jonas. Stand der Jonas, wird der blöd in der Gegend rum, ey. Ah, rollt noch. Was ist Fünfter geworden? Bist du hättest Sechster werden können. Hätte ich werden können, theoretisch. Ich tank nachher mal 17 Liter irgendwie im Practice, um mal zu sehen, wie viele Sekunden ich das gekostet hat. Oder fahr morgen einfach mal noch ein Rennen. Und tank diesmal richtig. So, das Replay ziehe ich mir jetzt aber nochmal rein. Okay, the race is over. Bring it on in. Was hat mich beim Stop 3 Sekunden gekostet? Steht eine Bierflasche vorm Fernseher. Ja, mehr, der mehr Sprit. Mehr als 3 Sekunden. Hast du das Schartner-Set, fragt mich der Lars. Ich hab dir gerade geschrieben, dann gehst du vom Server, bist du bescheuert oder was? Entschuldigung. So, pass auf, Last Lap, ja? Rage! Ja, das kann man sehen, wie man will, ne? Also, sit erstmal, sit das. Also, wenn der aus einer ganz ungünstigen Perspektive. Ich bin ja noch nicht so ausgestattet, ich hab noch keine Dachkamera. Der hat aber auch großzeitig gebremst. Aber wie der abgeflogen ist durch die, durch das bisschen, weißt du? Ja. Halleluja. Das hat mir gefallen. Also das Rennen. Replay saved! Und damit würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Ich gehe jetzt duschen. Bis zum